Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe von Crazy Records in diesem Jahr. Ich habe mir überlegt, dass ich dieses Format in diesem Jahr neu aufleben lassen möchte und dafür habe ich mir natürlich wieder Hilfe geholt. Ja, weil dieser komplette Vollidiot überhaupt nichts alleine auf die Kette bekommt. Woher müssen die auf die kommen? Auf jeden Fall, in der ersten Folge geht es um das Thema Internet. Da habe ich noch nie was von gehört. Intro. Das ist Neuland für mich. Wow, gute Arbeit, Kevin. Kevin heißt schon Kevin. Nur Drogenkinder und Ossis heißen Kevin. Ich glaube, er kommt aus dem Osten, aber ich bin mir nicht sicher. Fangen wir doch mal direkt mit einem Rekord von YouTube an. Denn pro Minute werden auf YouTube über 5,7 Millionen Videos gleichzeitig geschaut. Und auch du gehörst jetzt gerade dazu. Was? Das kann doch gar nicht sein. Auch Facebook ist ganz oben mit dabei, denn dort werden pro Minute 3.125.000 Posts geliked. Und das meiste davon sind geklaute Videos auf irgendwelchen Kackseiten. Weil warum etwas Eigenes machen, wenn man es auch einfach woanders klauen kann? Richtig. Das ist übrigens eine gute Idee. Sollten wir mal für YouTube neu umsetzen. Genau, ich habe da Freitag so ein Format. Schaut aber auf die Seite internetlifestats.com. Diese Seite ist deswegen so interessant, weil sie euch Tagesstatistiken vom Internet zeigt. Hier könnt ihr beispielsweise sehen, wie viele Tweets pro Tag verschickt wurden. Oder euch ansehen, wie viele Google-Suchen, Instagram-Uploads und YouTube-Views es heute gab. Außerdem könnt ihr euch auf dieser Seite auch eine Sekunde anhalten und euch ansehen, wie viele Tweets genau in dieser Sekunde verschickt wurden. Ziemlich interessantes Teil. Das Land mit den meisten Leuten, die einen Internetzugang haben, ist China. Wer hätte es gedacht? Dort nutzen es nämlich über 641 Millionen Menschen. Und wofür? Porn. Und Katzenvideos. Und Meerschweinchenvideos, haltet die Fresse! Das ist aber auch kein Wunder, denn mit 1,3 Milliarden Einwohnern ist China das meistbevölkerte Land der Welt. Das muss voll schlimm sein, wenn du in China mit deiner Freundin Schluss machst, weil jeder aussieht wie deine Ex. Wir bleiben bei China, denn dort haben nicht nur die meisten weltweit Internet und der Master Jam ist das größte Assi dort. Denn dort haben nicht nur die meisten Menschen weltweit Internet, nein, dort wird auch am meisten weltweit aus dem Internet zensiert. Dienste wie YouTube, Twitter, Facebook und Flickr werden dort gesperrt und strafrechtlich verfolgt. Und dies wird von einer Software kontrolliert, die sich Great Firewall of China nennt. Kein Scheiß. Ey, ich will ja nicht behaupten, dass du lügst, aber wo hast du das recherchiert? Das hat mir Mr. Trashback letztens in WhatsApp geschickt. Aha, und wo war es der das? Der war da. Karlsruher Wissenschaftler haben einen Weltrekord aufgestellt in Sachen Datenübertragung. Sie transportierten auf einem Laserstrahl 26 Terabyte pro Sekunde und damit die größte je übertragene Datenmenge. Auf Deutsch entspricht das pro Sekunde etwa einem Inhalt von 700 DVDs. Ey, Alter, was machst du da die ganze Zeit? Ach, kennst du das, wenn er dieses blöde Bild auf WhatsApp einfach nicht senden will? Bis wir sowas auf dem Handy haben, dauert es glaube ich noch eine Weile. Wäre aber geil. Stell dir mal vor, mit dem Handy 700 Terabyte pro Sekunde. Was war da für Menge an Pornografie? Für Laserstrahlen. Größte Crowdfunding-Aktion. Tubeclash 2 hatte 12. Hey, bleib beim Drehbuch. Okay, das Startup Protonet hat den Weltrekord für die schnellste Crowdfunding-Kampagne geknackt. Innerhalb von 90 Minuten wurden 750.000 Euro eingesammelt. Das Ziel von 1,5 Millionen Euro wurde nach 10 Stunden erreicht. Dazu muss man aber auch sagen, dass dies von 1000 einzelnen Investoren finanziert wurde, die hinterher an der Firma mitverdient haben. Das Internet ist mittlerweile so weit, dass man sogar Sherpas beim Bergsteigen beobachten kann. Denn die höchste Webcam der Welt steht 5643 Meter hoch auf dem Mount Everest. Die Legenden besagen, dass wenn man zum richtigen Zeitpunkt einschalten würde, die Yetis beim Bumsen beobachten könnte. Heute nehmen wir ausnahmsweise mal einen ehemaligen Weltrekord mit rein. Dass Gangnam Style das Video mit den meisten Views überhaupt ist, das wissen wir ja schon lange, aber 2012 war das noch anders. Damals war es auch unser guter alter Freund Justin Bieber mit seinem Song Baby, derzeit 1,2 Milliarden Views. Und wieso sage ich euch das jetzt? Ich mache es jetzt nicht, weil ich davon genervt bin, dass die GEMA dieses Video in Deutschland gesperrt hat, obwohl es mir bei diesem Video gerade scheißegal ist. Sondern weil ich es witzig finde, dass dieses Video 3,8 Millionen Daumen hoch hat, aber 5,5 Millionen Daumen runter. Was denkt ihr über die heutigen Rekorde und wie findet ihr das, dass Crazy Records jetzt themenbezogen ist? Schreibt es mir in die Kommentare. Klickt auf Abonnieren für mehr Crazy Records in nächster Zeit und wir sehen uns Freitag bei den lustigen Witzen wieder. Haut raus!